herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen gerne die Bewerbung der HKB Bern für den CS Award for Best Teaching vorstellen. Es geht um innovative Lehr- und Lernszenarien, die im Rahmen einer schweizerischen Netzwerkveranstaltung der Masterstudierenden Art Education inszeniert wurde. Das Thema ist eigentlich die qualitative empirische Forschung in der Kunstpädagogik in einem Gesamtkonzept von Barbara Bader. Barbara Bader ist Studiengangsleiterin Vermittlung in Kunst und Design. Und das ganze Szenario beruht auf verschiedenen Tatsachen. Eigentlich mussten wir aus der Not eine Tugend machen, weil das BBT forcierte die Kooperation in den Masterstudiengängen. Basel, Bern, Luzern und Zürich sollten zusammenspannen und somit eine gemeinsame Veranstaltung durchführen. Es ging darum, ein Thema zu suchen, das sich anbietet und vielen Studierenden, die sich selbst und die HKB nicht kennen, innerhalb einer Woche etwas vermitteln, was auch sinnvoll erscheint. Ein zweiter Punkt ist, diese Veranstaltung wird an der jeweiligen Hochschule nur alle 4 Semester durchgeführt, bedingt einen hohen Aufwand, aber es steht auch relativ viel Geld zur Verfügung, weil die Schulen kooperieren. Als dritte Prämisse können wir da anfügen, an der HKB findet im Moment ein BFH-finanziertes Forschungsprojekt statt zu Beurteilungsformen. Und gleichzeitig ist innerhalb des Teams ein großer Bedarf an Ausbildung und Weiterbildung für die Forschung. Und damit hat sich das angeboten, die zwei Sachen zu verknüpfen. Methodisch basieren beide Projekte auf der Grounded Theory, der gegenstandsverankerten Theoriebildung, die sehr nahe an der Datenerhebung, an der Datenforschung liegt. Diese drei Vorgaben zusammen haben dann eigentlich das Szenario gebildet, ein authentisches Lernszenario für diese Netzwerkwoche. Dabei ging es um verschiedene Kompetenzen. Es ging darum, die auch aufzubauen. Als erstes die Fach- und Methodenkompetenz. Am Anfang wurde den Studierenden Einblick in die Theorien geboten und in die Methoden der qualitativ-empirischen Forschung in der Kunstpädagogik. Spezifisch geht es darum, Datenerhebungsmethoden mit visuellen Mitteln zu kennen und auch anzuwenden. Als weiteres geht es um die Selbstkompetenz. In der Zusammenarbeit mit einer bekannten Forschungspersönlichkeit, in diesem Fall Georg Peetz von der Uni Duisburg-Essen, es geht darum, Berührungsängste abzubauen, auch mit dem Fachdiskurs und wirklich Forschung anwendungsorientiert zu vermitteln. Es soll Lust gemacht werden auf Forschung im Rahmen des Masterstudiums, zum Beispiel eben als Minor Forschung bei der Masterthesis sowas zu integrieren. Dann geht es darum, Handlungskompetenzen aufzubauen, eine Durchführung einer exemplarischen Explorationsstudie anhand einer bildungspolitisch aktuellen Fragestellung in Zusammenarbeit mit Praxispartnern. Das heißt, es geht darum, in der Diskussion um HARMOS und um den Lehrplan 21 in der Zusammenarbeit mit Praxispartnern aus allen Schulstufen etwas zu erkennen, was wirklich im Moment sich abspielt. Es geht um die Transferkompetenz und die berufliche Handlungskompetenz, um das Erkennen von Transfermöglichkeiten aus der Forschung in die eigene Berufspraxis. Das, um Qualität sicherzustellen, um in der Lehre verschiedene Möglichkeiten zusätzlich sich anzueignen. Es geht im Weiteren um die Vernetzung, sich selbst kennenlernen im Umfeld von vielen anderen Studierenden, Studierende aus Hochschulen im In- und Ausland, Kontakt mit beruflichen Sozietäten aufbauen, das heißt auch eben in der Berufspraxis, Unterstufe, Mittelstufe, Gymnasialstufe, mit Lehrpersonen an diesen unterschiedlichsten Institutionen und auch mit Forscherinnen und Forschern lernen, was machen sie, wie sieht ihr Berufsalltag aus. Um so ein komplexes Szenario durchzuführen, braucht es verschiedene interne Partner. Wie erwähnt, Georg Peetz als Forschender, Barbara Bader,
die sich das ganze Szenario ausgedacht hat und unterstützt von Dozierenden und Forschenden Jacqueline Baum, Ruth Kunz, Katharina Bütikofer und dann abgestützt eigentlich auf Assistierenden, die im Alltag der Woche, der Netzwerkwoche, unterstützend dabei gewesen waren, Flavia Keller, Lara Stanic, Katja Bügli und Peter Erni. Erst das reibungslose Zusammenarbeiten dieser Leute machte es möglich, dass der Fokus auf der Datenerhebung der Studierenden möglich war. Worum ging es wirklich? Das Bild von Jan Steen ist ein sehr komplexes Bild, das sich erst beim genauen Analysieren erschließt. Didaktisch basierte diese Netzwerkveranstaltung auf einem konstruktivistischen Ansatz des Lehrens. Anhand eines authentischen Forschungsszenarios eigneten sich die Studierenden Wissen bezüglich der qualitativen Empirie und der damit verbundenen Grounded Theory als spezifische Formen des wissenschaftlichen Arbeitens in der Kunstpädagogik an. Die Forschungsmethode, die Grounded Theory, beinhaltet einen typischen zirkulären Prozess zwischen Theorie, Datenerhebung und Datenanalyse. Und das wiederum entspricht dem konstruktivistischen Unterrichtsprinzip in weiten Teilen. Damit ist ein Transfer von der Forschung in die Lehre und umgekehrt eigentlich ermöglicht. Für viele Studierende überraschend war der stete Rollenwechsel. Während sie am einen Tag als Lernende im Auditorium mit Forschern diskutierten, standen sie selbst am nächsten Tag forschend oder lehrend im Klassenzimmer. Diese Übergänge wurden durch Methodentrainings und Selbstversuche begleitet. Die Praxis wurde konstruiert, um dann selber wieder erlebbar gemacht zu werden. Die autonome Präsenz im Klassenverband wechselte also ab mit verschiedenen Arbeitsformen in Kleingruppen. Und in den unterschiedlichen Konstellationen waren auch ganz verschiedene Qualitäten gefragt, so unter anderem Medien-, Fach- oder Methodenkompetenz. Am Ende der Woche wurden die entstandenen Forschungsberichte im Plenum präsentiert und mit Gästen kontrovers diskutiert. Zusätzlich war die Netzwerkveranstaltung auch als Arbeitspaket 1 in das BFH-geförderte Forschungsprojekt zur Beurteilung ästhetischer Erfahrungen, Prozesse und Produkte eingebunden. Von den 13 HKB-Studierenden haben sich 5 auch in den folgenden Arbeitspaketen im Rahmen des Masterstudiums engagiert und werden jetzt teilweise auch ihre Masterthesis in diesem Gebiet verfassen. Der Transfer der ausgeprägten Medienkompetenz von den angestammten gestalterisch-künstlerischen Feldern in einen wissenschaftlichen Kontext ist eigentlich damit gelungen und für die Betroffenen sehr befriedigend. Sie verstehen wirklich, was es heißt, visuelle Kompetenzen aufzubauen. Es gibt ihnen auch die Möglichkeit zur Begleitung des eigenen Unterrichts. Zum Schluss ein Stimmungsbarometer. Der Barometer misst den Druck. Was ist in dieser Woche passiert? Eigentlich einziger Kritikpunkt an der Evaluation, es war viel zu viel in zu wenig Zeit. Aber der Druck wurde auch als äußerst positiv und produktiv empfunden. Die eigenen Lernfortschritte und die Bereitschaft, sich wirklich aktiv in das Gebiet einzulesen und sich zu engagieren, wurde als sehr positiv empfunden. Es war auch sichtbar, dass sich alle gemeinsam engagieren müssen. Die fertigen Forschungsberichte wurden am Schluss der Woche den Expertinnen und Experten präsentiert und haben eigentlich durchwegs positive Feedbacks erhalten. Zusammenfassend können wir eigentlich sagen, dass dieses authentische Lernszenario erfolgreich durchgeführt wurde. Ablesbar ist das eigentlich auch daran, dass für die nächste Lernveranstaltung im Rahmen dieser Netzwerkwochen in Basel ein ähnliches Modell ausgewählt wurde, das Prinzip des gegenstandverankerten forschenden Lernen in gemischten Gruppen, das wurde wieder aufgenommen, ebenfalls unter Einbezug von internationalen Experten und Praxispartnern. Im Weiteren ist anzufügen, dass die beteiligten Schulen der Unterstufe oder Mittelstufe allesamt bereit waren, auch im Rahmen des Forschungsprojekts weiter diese Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Die Resonanz
auf diese Netzwerkwoche war also auch dort bei den Schülerinnen und auch bei den Lehrerinnen durchaus positiv.